Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu deiner neuen Podcast-Folge, zu einer neuen Podcast-Folge der Sacred Conversations. Conversations. Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Ich habe gerade so viele Ideen, die ich hier jetzt teilen möchte. Ich bin ja schon mal froh, dass es nicht Sacred oder Sacred Conversations. Okay. Ja. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, eine Begebenheit, die mir vor einigen Monaten passiert ist. Und die, glaube ich, ein gutes Beispiel ist, im Frieden mit sich zu sein, im Frieden mit Dingen im Außen zu sein, mit Geschehnissen, mit Vorkommnissen und bewertungs- und beurteilungsfrei zu sein. Und damit werden wir auch frei. Und zwar, wir sind in ein Land gereist, wo es mich hingezogen hat. Ich sage jetzt auch explizit nicht, welches Land es war, und am zweiten Tag hat mein Handy dort den Besitzer gewechselt. Ich dachte, das darfst du ein bisschen genauer erklären. Also wir waren unterwegs und wollten da was besichtigen, und ich hatte das Handy in der Hand, Google Maps halt klassischerweise an, und wollte wissen, wie der Weg weitergeht, und habe da so geguckt und zu deinem Papa gesagt, geradeaus geht es erstmal noch, wollte dann erst noch auf die andere Straßenseite gehen, also ich hatte das Handy so in der Hand, um es dann eben in die Handtasche zu machen. Und wir stehen da und gucken, ob die Straße frei ist, und da kommt ein Mofa-Fahrer vorbei, und ich hatte in der Hand hatte ich eine Wasserflasche, eine kleine Wasserflasche und das Handy, und der hält neben mir an und fährt mir an die Hand, und ehe ich mich versehen hatte, fährt er weiter und hat mein Handy in der Hand, und ich habe die Wasserflasche noch da. Klar habe ich da erstmal da gestanden und habe geatmet und habe gedacht, ist das jetzt hier ein Albtraum? Weil wir wissen alle, ohne Handy geht heute nichts mehr. Wir haben die Apps da drauf von den Banken. Ist ja alle, ohne Handy kommt man ja kaum noch klar, heute geht ja gar nichts mehr, mehr oder weniger. So, erstmal geatmet, und naja gut, der Ausflug war dann natürlich dahin. Wir waren auch in einem Land, was nicht europäisch war. Das heißt, von der Kartennummer konnte man auch nicht einfach dann so mal rasch telefonieren oder wussten nicht, wie das mit Kosten alles ist. Also ich habe gesagt, komm, lass uns erstmal zurückgehen. Erst war der Gedanke da, halt auch zur Polizei zu gehen. Waren wir dann auch, aber dann habe ich dort die Energie so wahrgenommen und gedacht, das da bringt uns ja auch nicht weiter. Wir sollten das Handy jetzt noch finden irgendwie. Komm, lass uns nach Hause gehen, in die Wohnung, und dann lass uns da Telefonnummer sperren und solche Dinge. Da weiß ich noch, dass wir deinen Bruder erreicht hatten, der dann mit der Telefongesellschaft erstmal telefoniert hatte. Und genau, das war so diese damalige Situation. Zum einen, also wir sind dann auch, ich habe da reingefühlt und habe dann gesagt, nee, also hier mag ich nicht länger bleiben, nicht noch längeren Aufenthalt. Ich will auch gucken, dass ich möglichst rasch jetzt wieder ein Handy bekomme, weil Online-Business, Laptop und Handy sind mit die beiden wichtigsten Dinge, die wir überhaupt haben können. Und habe dann so die Idee gehabt, lass uns nach Deutschland fliegen, damit ich das dann mit Handy und alles regeln kann. Geguckt, wann geht der nächste Flieger, war dann am nächsten Tag, und ja, sind dann nach Deutschland geflogen, um das zu regeln. Da könnte ich natürlich, diese Worte möchte ich jetzt nicht hier benutzen, aufs Übelste schimpfen über denjenigen, der mit dem Mofa an mir vorbei ist, mir mein Handy geholt hat, aufs Übelste über das Land schimpfen und voller Bewertungen und Beurteilungen sein. Ich habe mich da jetzt nicht mehr so sicher gefühlt, wohlgefühlt, das schon, deshalb wollte ich ja da raus.
Ich weiß aber, dass wir irgendwann das Land nochmal reißen. Der Zeitpunkt, der wird kommen. Letzten Endes, wenn ich ganz ehrlich und das neutral mir angeguckt habe damals, ich selbst habe mich ja zur Verfügung gestellt morgens, dass jemand mein Handy bekommt. An dem gleichen Morgen ist jemand aufgestanden, der ein Handy haben wollte. Ich sage es jetzt einfach mal neutral, schwarz-weiß. Ja. Und dann sind wir losgegangen, unterwegs war noch Taxifahrer, der uns unbedingt mit dem Taxi wollte dahin bringen. Und ich habe gesagt, nee, will zu Fuß gehen. Nee, komplett in Frage, Taxi komplett in Frage. Also es hat alles irgendwo seinen Sinn gehabt, auch wenn die Situation herausfordernd war. Und was auch immer der junge Mann mit diesem Handy machte, ob er selbst ein neues Handy gebraucht hat, ob was verkauft, was auch immer, sei ja alles mal dahingestellt. Ich bin wirklich hingegangen und habe ihm viel Freude mit dem Handy gewünscht. Gute Geschäfte, falls er es verkauft. Hab mal so Ho'oponopono gemacht, das ist so ein hawaiianisches Vergebungsritual. Mhm. Und am nächsten Morgen, als wir dann am Flughafen in der Schlange beim Check-in standen, ich war natürlich schon dazu geneigt, mir eine Meinung über dieses Land zu bilden, die ich bis dahin nicht hatte. Und habe so die Menschen da beobachtet, die vor uns standen am Check-in-Schalter und hinter uns. Und habe so gedacht, wow, die haben hier einen tollen Urlaub verbracht, die sind alle gut drauf, die haben ja zum Teil so von ihrem Urlaub dann und sich unterhalten. Diese Energie hat man ja gemerkt, weil es ja halt auch ein Urlaubsland war. Ja. Wir waren halt einfach nur unterwegs, für uns ist ja überall ein Land Urlaubsland und Dauerurlaub. Und dann habe ich gedacht, Moment, jetzt hören wir auf, dieses Land auch zu be- oder verurteilen. Das Land kann ja auch nichts dafür, dass es statistisch gesehen in dem ein oder anderen Land eine andere, ich nenne es jetzt mal Kriminalitätsrate gibt, als ne, unterschiedlich, wie ich sage jetzt mal Dubai oder Zypern, da kannst du alles irgendwo liegen lassen, da kommt überhaupt nichts weg, da wird es dir noch nachgetragen, ne? Genau, und ja, da habe ich so für mich gedacht, wow, wie toll ich das jetzt hinkriege, nicht da in den Groll zu gehen, nachtragend zu sein, weil letzten Endes, wer trägt es denn nach? Ich schleppe diese Last mit mir rum. Und diesen Groll und diese Wut. Mhm. Und das fand ich so für mich selbst. Eigenlob ist was Wunderbares, ich lobe mich jetzt mal selbst. Also ich fand, ich habe diese Situation ganz toll gechallenged. Und was mir dann noch bewusst geworden ist, wenn ich radikal ehrlich zu mir selbst war, es geht ja immer um eine radikale Ehrlichkeit, Monate zuvor fing das schon an, dass ich den Impuls aus dem Universum bekommen habe, ich hätte gern ein neues Handy. Mhm. Warum auch immer, ja, also wegen der Kameraauflösung und allem, so verschiedenen Dingen, habe ich schon in mir, der Impuls kam immer wieder auf, ich hätte gern ein neues Handy. Warum? Habe ich mir kein neues Handy gekauft, weil mir der Aufwand einfach zu viel war, weil ich gedacht habe, oh, da müssen die ganzen Apps rübergezogen werden, bis das wieder läuft und. Ich habe zwar euch, um das dann weiterzugeben, weil ich kenne mich mit solchen Dingen jetzt nicht unbedingt aus, aber das war der einzige Grund, warum ich mir kein anderes Handy gegönnt habe. Also hat das Universum gesagt, du willst ein neues Handy? Ja, bitteschön, dann sorgen wir mal dafür, dass du ein neues Handy kriegst, jetzt so unter dem Aspekt, ja? Genau. Das ist unter anderem ein Grund, warum wir wirklich auf unsere Impulse hören dürfen. Ja. Weil viele von uns kennen das ja vielleicht auch, dass dann irgendwie schon öfter so ein Gedanke da war, so, ob du es jetzt Impuls nennst oder Idee oder irgendwie etwas, was halt immer wieder kam. So nach dem Motto, ich denke immer wieder, oh, ich hätte gern ein neues Handy, ich hätte gern ein neues Handy, ich hätte gern ein neues Handy. Oder, keine Ahnung, meine Tassen gefallen mir nicht mehr im Schrank. Mir gefallen die Tassen immer. Und auf einmal war ich gerade am Spülen und mir fällt die komplette, oder irgendwie, keine Ahnung, 70% meiner Tassen runter und alles ist auf einmal kaputt und ich muss mir auf einmal neue Tassen kaufen oder so. Es geht einfach darum, dass man das ja vielleicht schon kennt, dass man so einen Gedanken immer öfter hatte und ihm dem aber nicht gefolgt ist, weil man sich gedacht hat, ja, mache ich noch. Oh, ich kaufe mir noch, wenn ich Zeit habe oder wenn es Geld da ist oder wenn bla 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 bla.
Aber die Sache ist, wenn du deinen Impulsen nicht folgst, passieren viel eher solche Sachen. Ja. Und ich will jetzt keine Angst machen, darum geht es jetzt auch nicht. Das, ich meine, man kreiert sich halt eben Situationen, auch Herausforderungen im Leben, egal an welchem Punkt du stehst in deiner spirituellen Weiterentwicklung. Mhm. Du wirst dir immer Herausforderungen kreieren, weil das, Herausforderungen lassen dich ja auch wachsen. Und die, das Wichtigste ist halt, wie gehst du damit um? Und, aber das ist der Grund, warum ich so ans Herz legen will, dass du deinen Impulsen folgst und dass du dem folgst, was es dir immer und immer wieder sagt. Weil die Sachen, die wir denken, die wir fühlen, die wir wahrnehmen in unserer Umgebung, die würden nicht immer und immer und immer wieder aufkommen, wenn sie nicht irgendeine Bedeutung für unser Leben hätten. Das heißt, wenn du immer wieder merkst, ich werde so wütend, weil mein Partner immer die Socken liegen lässt oder so, oder jedes Mal triggert es mich so hart, wenn mich jemand süß nennt, oder ich denke die ganze Zeit schon, ich hätte gern ein neues Handy, habe mich aber noch nicht drum gekümmert, oder was weiß ich, was es für alles für Möglichkeiten gibt, also das, was immer wieder in dein Bewusstsein kommt. Oder gestern hatten wir einen Tag, wo ständig und überall die Zahl 22 war. Und ich habe sie eben auch schon wieder gesehen. Also wenn dir etwas immer und immer und immer und immer wieder begegnet, dann schau es dir mal an. Guck es dir mal für ein paar Minuten an. Du musst damit keine Stunden verbringen. Du kannst es auch einfach mal googeln. So, die Zahl 22 kannst du einfach googeln. Was ist die numerologische... spirituelle Bedeutung oder so. Was ist die Bedeutung von dieser Zahl? Das kannst du einfach mal auf die Schnelle machen und das auf dich wirken lassen. Mhm. Wenn du nur 5 Minuten an einem Tag dir mal Zeit nimmst für diese Dinge, die dir immer wieder begegnen, dann fängst du schon an, dein Leben anders zu gestalten und dann kannst du diesen Impulsen folgen, ja. Weil diese Impulse, das Leben ist so nett und schickt die uns immer wieder und schickt die uns immer wieder. Die Sache ist, wenn es sich dann um bestimmte Gefühle handelt, zum Beispiel, nehmen wir mal Angst, ne? Ich merke, ich habe immer wieder so eine leichte Angst aufploppen oder so einen leichten Zweifel an dem, was ich gerade mache oder eine Angst irgendwie im Außen, dass da jetzt gerade in der Wirtschaft, in der Welt irgendwas ist und ich merke, ich habe Angst und ich will die Angst ja nicht fühlen. Ne? Ich drücke die lieber weg und oh nee, keine Angst haben. Vielleicht auch aus spirituellen Gründen, nein, keine Angst haben, sonst manifestiere ich mir das ja. Manifestierst du dir trotzdem, weil es unterschwellig dann wirkt, aber dann drücken wir es immer wieder weg und weg und weg und irgendwann kommt es dann zu Panikattacken. Und dann fragen sich die Leute, warum habe ich auf einmal Panikattacken? Warum habe ich auf einmal so, so Angstzustände, aus denen ich schon fast nicht mehr rauskomme? Warum verschreibt mein Arzt mir jetzt auf einmal Beruhigungstabletten oder irgendwelche solche Sachen? Das war doch früher nicht. Ja, das ist, weil das Leben dir immer, also ist meine Behauptung jetzt mal, Du spürst natürlich selber für dich rein, weil das Leben immer und immer wieder so einen Impuls geschickt hat, hey, guck dahin, bitte guck dahin. Das Impulse sind einfach nur, guck dahin, guck dahin. Und das dürfen wir halt einfach machen, weil sonst wird das Leben halt krasser und sagt, okay, du hast die ganze Zeit nicht hingeguckt, jetzt muss ich halt lauter werden, jetzt muss ich deutlicher werden. Ne? Und dann kommt es eventuell auch zu Krankheiten. Oder wenn ich immer wieder Wut unterdrücke und sage, nein, nicht wütend sein, auf keinen Fall wütend sein, nicht wütend sein. Und irgendwann platzt der Ballon und dann kommt der ganz große Familienstreit und auf einmal ist der Haussegen hängt so schief und auf einmal ist alles schlimm und oh mein Gott. Ne? Ich kann dir nur ans Herz legen, kümmere dich um das, was da ist. Ja. Und je bewertungs- und urteilsfreier wir werden, umso einfacher ist es, weil ist mir gerade jetzt nochmal auch so bewusst geworden. Ich hätte ja 1000 Gründe gehabt, mich auch noch zu ärgern. Jetzt müssen wir noch nach Deutschland fliegen, was ja nicht geplant war, und dann Hotel und alles Mögliche. Da kam ja auch noch dazu, dass wir dann auch tatsächlich nach Deutschland geflogen sind, aber unsere Koffer sind nicht mitgeflogen, die sind in dem Land geblieben. Das war noch vorher. Ah, das war vorher noch, stimmt. Die Koffer waren schon gar nicht da. Die Koffer sind schon gar nicht mit in das Land gereist. So war es, richtig. Wir sind in dem. Genau, das war auch noch der, eines der Gründe, warum ich gesagt habe, so, komm, jetzt reicht, weil unsere Koffer sind nicht mitgeflogen. Die sind irgendwo auf der Strecke geblieben und dann auch noch Handy weg, richtig. Das war das, warum bei mir da so das Fass übergelaufen ist, weil ich bin dann an dem Tag dann erst auch mal noch in Geschäften ein bisschen Unterwäsche und solche Dinge gekauft, was man halt dann so wenigstens mal T-Shirt und noch sowas zum Tauschen und dann war das noch
Genau, und das war dann der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, jetzt, das soll irgendwie nicht sein, lass uns aus dem Land hier rausfliegen. Aber ich weiß genau, wir fliegen irgendwann nochmal dahin. Was ich jetzt aber auch sagen wollte, ich hätte ja auch anschließend noch können mich darüber ärgern mit diesen zusätzlichen Kosten und. Ich weiß noch, wie ich in das Geschäft kam von dem Telefonanbieter, die mir dann auch gesagt haben, in 4 Monaten, glaube ich, kriegen sie nochmal aufgrund des Vertrages ein Handy. Und ich mir dann ein Handy ausgesucht habe und einfach gefragt habe, das brauche ich aber jetzt, was kostet das? Er hat mir den Preis gesagt, okay, kaufe ich. Weiß ich noch, wie der mich angeguckt hat und gedacht hat, jetzt wirklich gesagt, kaufe ich. Das waren auch so die Situationen, wo ich es wirklich mal geliebt habe, mal vor vielen Jahren meine Geldthemen auch auf ein anderes Level gebracht zu haben. Dass gerade für solche Situationen ich mir keine Gedanken machen muss, wie kriege ich denn das jetzt gehandelt, sondern wo geht es jetzt als nächstes hin? In dem Falle Deutschland, Hotel gebucht, neues Handy gekauft, noch einen Tag in Deutschland geblieben und dann wieder ohne Koffer nach Zypern zurück. Und 7 Wochen später oder so sind dann unsere Koffer auch mal hier angekommen. Ja. Und das war dann auch so wie Weihnachten. Koffer, was ist denn da alles drin? Ja? Weil wir waren ja zuvor noch viele Wochen schon unterwegs und ein paar Accessoires und sowas gekauft. Ja, es hat alles irgendwie dazugehört, auch das mit den Koffern, haben wir uns selbst manifestiert. Ich habe dann noch so schön zu deinem Papa gesagt, ich habe mir das, das war ja auch sowas, mit dem Koffer fällt mir jetzt auch ein, genau das Gleiche. Diesen Koffer, den ich damals hatte, hatte ich schon Monate zuvor gedacht, ich hätte gern einen anderen Koffer, weil das war so ein Stoffkoffer, der dann regelmäßig gereinigt wurde, aber ein Flug wieder, dann schaut das Teil wieder so aus, wie ich es eigentlich nicht haben will. Das war genau das Gleiche. Und dann mit meiner ökologischen Ader immer wieder gedacht, naja, ist ja noch gut. Und habe ich zu deinem Papa gesagt, naja, ich wollte ja eh meinen Koffer haben. Und er meinte dann noch, naja, meinen Koffer hätte das Universum ja wenigstens mitschicken können. Ich will ja keinen neuen Koffer, weil er hatte damals schon einen Hartschalenkoffer und ich so einen Stoffkoffer, der zwar relativ neu war. Da habe ich halt gesagt, okay, mitgehangen, mitgefangen oder wie man das so schön sagt. Genau, also das war eine Aneinanderkettung von Dingen aus dem universellen Feld. Inzwischen dann neues Handy oder damals dann neues Handy und auch neuer Koffer ist jetzt sowieso da, neues Kofferset. Es ist spannend und da siehst du mal, wie das Universum immer mit dir spricht und dass es darum geht, je rascher du diese Impulse erkennst und ihnen folgst, man weiß es ja nicht, aber um meine Geschichte jetzt hier Revue passieren zu lassen, kann einem einiges erspart bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein schönes Abenteuer und eine schöne Geschichte, über die man heute immer noch schön erzählen kann, drüber schmunzeln kann. Eine Anekdote aus dem Leben. Ja, ganz genau. Und es ist wirklich die Einstellung der Sache, weil stell dir vor, du verreist in ein Land und deine Koffer kommen nicht mit und du kommst da an und denkst, ja, meine ganzen Sachen sind da drin. Mhm. Ne? Gott sei Dank habt ihr den Computer ja auch immer im Handgepäck, aber der Koffer war halt nicht da, da ist ja alles drin, so, ja. So Kleidung, Unterwäsche, Badezimmersachen alles. Und so weiter. Und dann kommst du da an und bist schon ruhig, denkst schon, okay, das ist jetzt so, wie es ist, alles klar. Ne? Denkst, okay, wir genießen jetzt trotzdem hier die Zeit, wir kümmern uns darum, der Koffer wird noch ankommen. Ja, und dann gehst du die Stadt erkunden und dann wird dir dein Handy abgenommen. Ja. Und wie würden denn die meisten Leute reagieren? Und das ist halt so das Ding, du hast halt ganz anders reagiert und hast dir das Ganze... Ja, am Flughafen schon, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir waren ja die Einzigen, deren Koffer nicht angekommen ist. Ich habe da einige verzweifelt sitzen sehen, die wirklich auch geweint haben. Mhm. Ne? Ich bin dann nochmal an diese Stelle, wo so ein paar Sammelsurium an Koffern war, geguckt, ob er da ist. Nee, war nicht da. Ja. Und bei den meisten von denen war es sicherlich auch eine finanzielle Geschichte. Ich habe halt gedacht, okay, checken wir in der Wohnung ein und dann gehst du halt los und kaufst da ein paar neue Klamotten. Ja. Und in meinem Koffer damals, wir waren vorher noch zum Shoppen, ich habe einen neuen Designer entdeckt und habe mir noch 2 oder 3 neue Designergarnituren, die waren in dem Koffer drin. Ja. Hm? Richtig schön gefreut, ja. Nee, ich würde auch mal sagen, also das Gesetz der Anziehung ist halt auch so fein in verschiedenster Weise, weil wir uns auch genau nicht nur diese Situationen kreieren und anziehen, dass zum Beispiel das mit dem Koffer ist oder mit dem Handy oder was auch immer, sondern dass wir auch die perfekten Menschen dafür anziehen, dass der Mensch, der das Handy halt mitgenommen hat, dass der sich
dich kreiert hat und du dir ihn kreiert hast und so weiter. Mhm. Ne? Also das, oder wenn ein, das habe ich aus dem Buch, das Beispiel, wenn ein Autounfall passiert, ist das kein Zufall, dass das jetzt gerade irgendwie, ne? Das sind zwei unkonzentrierte Fahrer, die mit ihren Gedanken vielleicht woanders waren oder der eine war mit den Gedanken woanders und der andere hat in der letzten Zeit schon öfter Angst gehabt, dass irgendwie was mit dem Auto ist oder was auch immer. Oder was auch immer es für Gründe gibt, sich sowas zu manifestieren, das muss nicht unbedingt immer spezifisch mit dieser Situation zusammenhängen. Das kann auch sein, jemand wünscht sich mal eine Auszeit und hat dann einen Unfall und muss dann erstmal eine Weile im Krankenhaus verbringen oder sowas. Also das können auch schon Gründe sein, wie man sich das manifestiert. Und das Gesetz der Anziehung ist so fein, dass eben genau die Menschen zusammengekommen, genau die Situationen passieren, genau das in deinem Leben einfach passiert, was passiert und was du dir quasi kreiert hast, was du dir angezogen hast. Und das ist halt einfach ein Schritt der Eigenverantwortung, den wir einfach gehen dürfen, wo wir einfach merken dürfen, okay, ich habe mir das kreiert. Wie habe ich mir das kreiert? Mhm. Wo habe ich nicht auf meine Impulse gehört? Wo habe ich nicht auf mein Herz gehört? Weil dein Herz erzählt dir jetzt schon dein Leben lang, erzählt dein Herz dir, wo es lang geht. Und das ist nichts, was du irgendwie neu dazulernst, auch nicht in Divinity oder All Inclusive, was du irgendwie neu dazulernst, sondern dein Herz spricht ja schon die ganze Zeit mit dir. Das Universum spricht ja schon die ganze Zeit mit dir. Es geht ja nur darum, endlich diese Sprache zu verstehen und zu lernen, dem zu folgen, weil was wir auch ganz gerne machen als süße Menschlein, ist das Hören und dann sagen, oh, ich mach's trotzdem anders. Ja. Ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir uns Unfälle manifestieren. Genau. In diesem Sinne, Link findest du natürlich unter dem Video, unter der Audio und ansonsten, ahey, bis zum nächsten Mal.